Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, ihr seht schon im Hintergrund, Supercell hat einen neuen Sneak Peek veröffentlicht und zwar, es wird neue Ligen geben. Ich gehe davon aus, dass sie es eingeführt haben, weil ja nun mal einige Spieler momentan schon an der 5000 Pokale-Grenze kratzen und die meisten High-Level-Spieler auch schon über 4000 Pokale sind. Ich gehe davon aus, dass diese, ja, was soll es sein, diese Kristall... veränderte Kristallliga, ich denke mal, es wird die Diamantliga oder sowas sein, ab 5000 Pokale verfügbar sein wird oder ab 4500. 5000 ist, ja, ist glaube ich ein bisschen zu hoch gesetzt, aber vielleicht 4500 oder sowas. Und diese andere Liga, die zwischen Champ und der Diamantliga ist, ich weiß nicht, was es sein soll, ich glaube so ein Barbarenkopf mit so einer Krone drauf. Vielleicht ist die so ab etwa 4000 Pokale verfügbar oder vielleicht auch schon ein bisschen niedriger. Aber ich bin auch schon davon ausgegangen, dass jetzt demnächst irgendwann mal neue Ligen kommen, weil die Champ-Liga nun wirklich nicht mehr das Größte vom Ei ist. Und ja, wir werden mal sehen, wie das Spiel verändert. Ich denke mal, es werden auch noch weitere Sneak Peeks kommen. Ich gehe davon aus, dass vielleicht heute auch noch welche kommen oder vielleicht morgen, aber das werden wir alles nochmal sehen. Und ja, ich hoffe mal, ihr freut euch auch auf das Update so sehr wie ich. Es gibt ja auch schon einige Spekulationen zum Thema Rathaus 11. Ich habe mich das bis jetzt noch nicht zugeäußert. Ich werde da noch ein bisschen warten, bis da was wirklich hundertprozentiges von Supercell bzw. Clash of Clans geäußert wurde. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Entweder ist es ein Sneak Peek oder es ist morgen ein normales Video. Und ja, bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.